gefällt mir am besten. Es lässt deine Augen funkeln. Tatsächlich. Ich gebe dir 2 zum Preis von 1. Wow. Du schon wieder. Gehört der Laden dir? Nein, meinem Vater. Wie viel? Das macht 800 Rupien, bitte. 800 Rupien? Okay, okay. Für dich 55. Unglaublich. Also, lässt dein Vater dich hier immer allein? Nein, er ist weg und kämpft gegen die Rebellen. Oh. Dann hat die indische Armee ihn einberufen? Nein, er ist Freiwilliger. Wirklich? Tja. Also ich an seiner Stelle würde dich nicht hier allein lassen. Okay. Das sind 300. Gegenvorschlag. 400 Rupien plus Ganesha. Den willst du nicht. Er ist kaputt, siehst du? Sag bloß, du kennst die Geschichte nicht. Ganesha kämpfte mit Parashurama, als er die Tür seines Vaters bewahrte. Um die Ehre seines Vaters zu verteidigen, Shiva. Und dabei wurde ihm der Stoßzahn abgehackt. Hm, interessant. Jedenfalls ist er unverkäuflich. Auf die Minute. Okay, hier. 600 Rupien. Der Rest ist für dich. Hey, warte! Hey, ich kann dir helfen. Oh, und was kostet mich das? Und damit herzlich willkommen zum Let's Play von Uncharted The Lost Legacy, Freunde der Nacht. Ich bin der Theodar, schön, dass ihr den Weg auf meinen Channel gefunden habt. Ich bin gespannt, was dieses Spiel uns bieten wird. Ich denke, oder um es mit dem Wort meines Bruders zu sagen, Uncharted, da kann man nicht viel falsch machen. Okay, wir folgen erstmal hier dem kleinen Mädchen und gucken mal, wer da jetzt auf die Minute pünktlich war. Die Geschichte, die wir gerade gehört haben mit dem Stoßzahn, das soll wohl daran... auf diesem Laster sein, bevor er fährt. Okay, ja, dann mach mal schnell ein Foto. Also, dein Ganesha. Ernst, was willst du dafür? Nicht zu verkaufen. Drücken Sie die Taste, um auf Ihr Handy zu schauen. Okay. Zoomen mit L2. Okay, cool. Schwenken. Schwenken. Ja, sehr schön. Okay, und zurück. Gut. Ja, dann gehen wir mal zu dem Laster. Ich muss zu dem Laster. Wie komme ich denn da zu dem Laster? Da lang. Da kommen wir durch. So. Dann geht's da weiter. Da kommen wir da auch durch, oder nicht? Jetzt bin ich hier in einem Labyrinth aus Töpfen gefangen. Ich glaube es nicht, Freunde der Nacht. Ich glaube es einfach nicht. Gut, geht's da lang? Kann ich rennen? Oh, Verzeihung. Was? Versteh mich nicht falsch. Gute Technik beim Rausziehen. Aber ich möchte meinen Ganesha zurück. Bitte. Schön. Oh, und jetzt hack ich dir die Hände ab. Elender Dieb. Aber nicht schlecht, Kleiner. So. Ach so, was ich sagen wollte. Sie haben einen Schatz gefunden. Für eine nähere Untersuchung drücken Sie Optionen. Okay. Die Ganesha-Figur. Wir können sie drehen im guten alten Tomb Raider-Style. War das auch, ne? Wir können auch wieder reinzoomen hier. Da ist er, der alte Benjamin Blümchen. Okay. Das Ding läuft auch unter Benjamin Blümchen und der Schatz in Indien. So. Weiter geht's. Ja, ich muss sagen, erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass ich mit einer anderen Konsole hier spiele. Auf der Pro, finde ich, hat sich bis jetzt nicht so viel getan. So viele Soldaten. Shit. Warte mal. Du bist keine Touristin, oder? Alles in Ordnung. Hallo, Lady. Gute Preise. Shh, wir unterhalten uns. Oh, ich habe schon, was ich brauche. Danke.
bisher... Arbeitest du für die CIA? Das wäre echt ziemlich cool. Arbeite ich für die CIA? Ich habe keine Ahnung. Bei den restlichen Spielen habe ich bis jetzt, ehrlich gesagt, noch nicht so einen großen Unterschied zur bisherigen Grafik gesehen, aber die ist schon echt... Es darf niemand über diese Brücke gehen. Es ist sehr schön. Hör zu, Schatz. Es war nett mit dir. Aber du musst jetzt wirklich gehen. Rede nicht so lange. Ich habe im Laden noch ein Bett. 300 Rupien. Das beste Angebot in Indien. Okay. Nein, danke. Ich muss auf diesen Laster. Keine gute Idee. Die Rebellen, die tun Leuten weh, weißt du? Hör zu. Ich muss meiner Freundin helfen, okay? Pass auf. Wenn ich zurück bin, Pizza Party. Deal? Deal. Gut. Scheiße. Na, jetzt aber flott. Ganz ruhig, ganz ruhig. Huhuhuhu. Sehr cool. Und gleich gibt's Pizza Party. Hm. Kann ja nicht so schwer sein, eine rote Tür zu finden in Indien, oder? Das kann ja nicht so schwer sein. Besser als nichts. Kapitel 1. Der Aufstand. The Insurgency. Okay. Wir suchen eine rote Tür. Ist nur ein Kriegsgebiet. Alles ein Kinderspiel. Ich bin mal gespannt. Kann ich irgendwie Tastenbelegung? Habe ich da irgendwas? Ne, momentan ist hier, da kann ich irgendwie über die Schulter gucken, aber ansonsten ist hier noch nichts mit den Tasten aktiviert. Ansonsten mal überraschen, wir gehen erstmal hier in die Sackgasse. Vielleicht liegen ja auch hier irgendwelche Gegenstände rum oder sowas, ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht für die, die es interessiert und die es nicht wissen, es ist zwar irgendwie, ja, ein Add-on sozusagen von Uncharted, ist aber, es steht aber für sich alleine. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt Uncharted 4 A Thief's End bei euch im Regal stehen haben. Das Spiel hier könnt ihr wirklich alleine zocken. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das so umfangreich sein wird. Ja, gehen wir jetzt erst da runter oder da hoch. Dass das schon als eigenständiges Spiel zählen kann. Wo geht's denn hier lang? Ja, hier bin ich doch gerade hergekommen, oder nicht? Bin ich jetzt im Kreis? Wo bin ich denn hergekommen? Ich bin doch hier irgendwo über eine Mauer gesprungen oder so. Ach, da. Da sind wir drüber gekommen, ne? Denke ich mal jetzt. Vanisha? Okay, ja genau. Hier sind wir. Okay, dann ist das hier schon mal ein Kreis. Das ist schon mal gut. Dann müssen wir da runter. Das Spiel soll ein bisschen Open-World-lastiger sein als die anderen Teile. Lass ich mich jetzt mal überraschen, weil A Thief's End hat mich die Open World da nicht ganz so überzeugt. Warum sind die hier? Gott, haut ab, solange ihr könnt. Kann ich da rein? Nee. Ich kann doch nicht... Alter! Kann ich da jetzt langlaufen oder werde ich dann abgeballert? Die ballern mich doch bestimmt ab, wenn ich da jetzt lang gehe, oder? Oh, kriege ich einen Hinweis, ob ich abgeballert werde? Komm, wir machen mal einfach. Wir probieren mal einfach unser Glück. Oh, Alter! Sofort! Ich habe nichts gemacht! Verdammte Spione! Was? Nein! Alter Schwede. Nein. Wir tun mal so, als wenn nichts wäre.
Lalalalalala. Alter Schwede. Okay, ist auch Ende. Ich hab wohl keine Wahl. Ich hab wohl keine Wahl. Nee, hast du wohl keine Wahl. Dann müssen wir wohl da durch. Hey, Moment. Warum so eilig? Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst? Arme hoch. Hey. Gefährlich draußen um die Zeit. Hey! Wo wohnst du? Bist du top oder was? Antworte jetzt! Wo du wohnst, habe ich gefragt. Bei Arafta. Ich hab gerade zu tun. Das kann warten. Ja, Sir. Komm nach drin. Verstanden. Du kommst mit. An die Waffe. Sir, was ist mit dir? Lass sie durch. Du hast ihn gehört. Ab mit dir. Puh, Schwein gehabt, ey. Der ist mir heute mal ganz kurz das Herzchen stehen geblieben hier. Deren Glück, dass ich woanders hin muss. So. Rote Tür. Wir suchen eine rote Tür. Okay. Was ist da? Geräuschkulisse auf dem Kopfhörer ist auch extrem gut. L3, da ist die Tür. Rote Tür. Schön. Ja, nur wie kommen wir da hin? Das ist die Frage. Stacheldraht, schlecht. Check. Stacheldraht, schlecht. Da nicht durchschleichen irgendwie da unten. Also Tasten sind immer noch alle inaktiv hier. Ich würde ja sagen, ich muss da unten durch, aber wie? Ah, die geht von alleine runter, okay. Okay, wir gucken uns hier mal um. Ich habe die Vermutung... Ich habe die Vermutung, dass wir darüber klettern müssen. Hier an der weißen Stelle... Machen die ja gerne. Können wir nicht. Da kommen wir nie hoch. Nee, da ist die Tür. So nah und doch so fern. Bitte da mal hoch. Das ist so geil, ne? Ich wette, im nächsten Verlauf des Spieles wird diese Frau mit einem Enterhaken bewaffnet durch die Lüfte schwingen und der Schwerkraft trotzen. Aber hier, meine Freunde, Nacht, kommt sie keinen Behälter hoch. Nein, das schafft sie einfach nicht. Der ist zu hoch. Der ist zu hoch, Freunde der Nacht. Und der Enterhaken kann nirgendwo festgemacht werden. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen, Freunde der Nacht. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Um in Deckung zu gehen, Kreis drücken. Okay. Jetzt? Habe ich jetzt vor meiner Deckung hier? Kann ich den jetzt umbringen? Kommt der jetzt? Pass auf. Okay. L nach vorne drücken, um da drüber zu springen. Hat der nichts dabei? Oh, noch einer! Weg mit dir! Das hätten wir. Oh
Okay, dann kann ich da wahrscheinlich durchkrabbeln. Und dann kann es weitergehen. Dann sind wir bestimmt an der roten Tür. Alter, habe ich mich erschrocken jetzt. Okay, okay. Langsam drehen. Du kannst im Laster schlafen. Nein, danke. Was das dann? Fast. In der Kasse sind noch welche. Heute Nacht geht's los? Kann's kaum erwarten. Hab genug von den Leuten. Super Timing. Asaf sagt noch eine Woche. Noch eine Woche in diesem Loch. Denk an das Endziel. Alter Schwede, geht denn jetzt auch noch auf Zeit, oder was? Alter, erstmal durchatmen. Pink Lotus. Was soll das heißen? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir sind auf jeden Fall drin. Okay, wir müssen irgendwie da hochkommen. Freunde der Nacht. Da kommen wir schon mal wieder nicht hoch. Aber hier. Okay. Mal ein bisschen umsehen hier. Nicht, dass wir irgendwas vergessen oder übersehen oder so. Da könnten wir jetzt eventuell weiter, glaube ich. Oder? Und da wahrscheinlich auch, oder? Wir probieren erstmal da weiterzukommen. Ne, da kommen wir nicht weiter. Okay. Dann müssen wir hier hoch. Okay. Und ab nach oben. Genug von diesem Kleinkram. Wann kämpfen wir gegen die Tyrannen? Was das sagt, er braucht mehr Vorbereitungszeit. Die Regierung hält uns für einen Witz. Das werden sie nicht mehr. Okay. Wir müssen uns langsam vorpirschen. Wo kommt der jetzt lang? Der Scheiße. Okay, den haben wir schon mal aus dem Weg geräumt hier. Den Kollege. So, ist die Frage, wo die nächsten sind. Die Türen kann ich hier irgendwie nicht aufmachen, ne? Was ist das hier? Können wir da raus? Scheiße, jetzt haben die ihn auch noch gefunden. Ey. Ja, schön draufbleiben. Okay. Aktives Kriegsgebiet. Mir wäre wohler, wenn ich irgendwie so einen Schleichmodus anmachen könnte oder sowas. Ja, kommen die ja bestimmt jetzt gleich hoch, ey. Alter Schwede. Boah, guck dir das an. Boah, guckt euch die Weitsicht an. Die indische Armee meint es ernst.
Okay, wen sollen wir hier treffen? Wer wartet hier auf uns? Was wird hier als nächstes passieren? Ach, da geht's noch höher. Da geht's noch höher. Na dann mal hinauf. Ich habe echt keinen blassen Schimmer, wer oder was uns hier erwartet. Ah, Big Lotus. Habe ich mir anders vorgestellt. Schichtwechsel. Vergiss das Dach. Den Quellen zufolge gibt es mindestens zwei Ziele. Das Lager und dann... Du bist hier falsch, Mädchen. Was zur Hölle? Ah, fuck. Ich weiß gar nicht, wo ich draufdrücken muss, um überhaupt anzugreifen, um auszuweichen. Du bist zu spät, Fraser. Hör nicht auf, dich zu sehen. Du Scheiße, wir haben unsere erste Einheit zerlegt. Halt an! Verdammt, was sollte das? Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich habe Wochen gebraucht, um Asaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegsfetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort- und Ablaufpläne stündlich. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art. Entscheide dich. Er ist der mit dem Bart. Na bitte, geht doch. Sexy. Wenn man Psychopathen mag? Niemand ist perfekt. Das Basislager? Ganz oben, Balkon. Okay. Dann mal los. Hatte unsere Route schon geplant. Aber jetzt suchen sie nach uns. So, Freunde der Nacht. Überlegt mir was. Wir gehen an dieser Stelle raus. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid morgen wieder mit dabei, wenn der Theo da weiter Uncharted The Lost Legacy für euch Let's Played. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, alles Gute. Euer Theo da. Ciao, ciao.